Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute habe ich mal wieder einen Taste-Test für euch am Start. Ihr seht schon, heute bin ich alleine. Der Grund dafür ist, dass ich die Möglichkeit nicht habe, mit Domi zusammen das Video zu machen aktuell. Aber Domi wird trotz allem seine Meinung natürlich abgeben. Er wird seinen Senf zu diesen Produkten abgeben, indem ich ihm die einfach danach vorsetze und euch die Meinung von ihm jeweils natürlich einblenden werde. Also ihr werdet trotzdem wie gewohnt zwei Meinungen haben von zwei Menschen, die sehr unterschiedliche Geschmäcker haben. Heute werden wir die Marke All In mal dezent auseinandernehmen. Und zwar habe ich mir 10 verschiedene Drinks von denen hier geholt. Dabei ist Proteinwasser dabei, Protein-Joghurt-Fruchtdrink-Sachen, klassische Proteindrinks in verschiedenen Versionen, light und complete. Ich werde euch die einzelnen Nährwerte natürlich auch wieder einblenden. Und ja, ich bin super gespannt auf die Sachen. Ich habe persönlich noch nie was von All In probiert. Weder Riegel noch Pulver, es gibt von denen alles auch, noch die Drinks, gar nichts. Deswegen bin ich da komplett unvoreingenommen und super gespannt auf die Sachen. Ich habe die natürlich auch alle selber gekauft. Das ist keine angewiesene Werbung oder irgendwas. Deswegen könnt ihr euch natürlich auch drauf verlassen, dass ihr zu 100% meine ehrliche Meinung davon bekommen werdet. Das könnt ihr immer, auch wenn die Sachen eine Kooperation sind. Das wissen die Firmen auch im Vorfeld, weil man meine Meinung nicht kaufen kann. Aber da erst recht. Ich weiß, dass wir manche kritisch sind, deswegen sage ich es dazu. Ich habe 2 kleine Drinks. Einmal Banane, einmal Erdbeer. Das sind komplette Mahlzeiten. Preislich sind wir hier bei 1,79 Euro. Und sie werben auch damit mit 13 Vitamine, 14 Mineralstoffe, reich an Eiweiß. Das hier soll anscheinend quasi eine gesamte Mahlzeit sein. Nicht nur ein Proteindrink oder irgendwas, sondern eine gesamte Proteinmahlzeit. Entsprechend nahrhafter stelle ich mir das auch vor, weil ich von einer Mahlzeit halt einfach länger satt sein muss, mehr von haben muss gefühlt, auch wie jetzt einfach nur von einem Proteindrink, sage ich mal. Deswegen würde ich sagen, starten mit den beiden auch mal. Die sind auch kleine wie die Drinks übrigens. Ich würde sagen, wir fangen einfach mit Banane an, weil Banane ist so eine Standardsorte. Ich blende euch hier die Nährwerte ein und die ganzen Vitamine, Mineralstoffe, da ist echt ein Arsch voll drin. Und wenn ich jetzt einfach mal nur schnell über die Nährwerte drüber schaue, wir haben auf 200 Milliliter, also auf das ganze Päckchen sind 200 Milliliter, haben wir 13 Gramm Zucker, 6,3 auf 100 Milliliter. Könnte weniger sein, aber kann man jetzt nicht meckern. Eiweiß, da haben wir immerhin 16,3 Gramm auf das Päckchen. Das ist echt in Ordnung, kann man auch nicht meckern. Und Fett 7,2, also 100 Milliliter 3,6. Wahrscheinlich die normale Milch verwendet, keine Magermilch oder irgendwas. Aber auch hier wieder das Thema, es ist ja eine Mahlzeit und kein Drink. Deswegen braucht da natürlich auch ein kleines bisschen mehr Inhalt, Reichhaltigkeit, sage ich mal. Ne? Geruchsmäßig muss ich sagen, riecht ziemlich künstlich, riecht echt nicht so nice, aber wir testen. Es ist dünnflüssiger als erwartet für das, dass es eine ganze Mahlzeit sein soll, weil ich persönlich aus der Erfahrung spreche, dass wenn es einfach dünnflüssiger ist, dann hält es gefühlt einfach weniger satt und da hat man eher das Gefühl, was getrunken zu haben, als was gegessen zu haben. Was oftmals ja gar nicht ganz richtig ist, wenn ich eine ganz normale Milch trinke, ist Milch eigentlich effektiv auch ein Nahrungsmittel und kein Getränk. Aber es gaukelt dem Kopf sowas vor, sage ich mal. Na, ihr wisst, was ich meine. Es schmeckt deutlich weniger künstlich, als es gerochen hat. Da bin ich ein bisschen begeistert, muss ich sagen. Ist vegetarisch übrigens. Jo, würde ich, weil Banane, der Geruch ist halt schon da, würde ich 6 von 10 geben. Hi Leute, ich bin hier quasi, wie ihr es vermutlich in der Corona-Pandemie schon oft erlebt habt, nicht live dabei, sondern sozusagen zugeschaltet zu diesem coolen Taste-Test-Bereich. Und deswegen probiere ich die ganzen Sachen und gebe euch natürlich auch meinen Senf dazu. Und wir fangen gleich mit dem ersten an. Oh, Banane. Ich würde 6 Punkte geben. Irgendwie nicht so ganz überzeugt. Erdbeer hat auch, was Eiweiß, Fett, Zucker angeht, eigentlich im Prinzip die gleichen Nährwerte wie Banane auch schon. Ist überhaupt nicht rosa, ist komplett gelb, hat genau die gleiche leichte beige, gelbliche Farbe wie das Banane. Man muss auch sagen, bei dem Erdbeer hier vorne drauf, da ist ein kleines Sternchen und dann steht hinten drauf Erdbeergeschmack.
Jetzt lass mal gucken, ob da wirklich Erdbeeren drin sind. 1% Erdbeersaft aus Erdbeersaftkonzentrat Aroma. Also die Erdbeeren haben sich irgendwo eingeschlichen, das war es dann aber auch schon. Also wir nennen es einfach mal Erdbeer, sage ich mal. Riecht auch ein bisschen künstlich, aber riecht besser wie das Banane, finde ich. Schmeckt? Ich weiß nicht. Es schmeckt nicht schlecht, aber so ganz überzeugt es mich ehrlich gesagt nicht, muss ich sagen. Kriegt es mit der Banane zusammen, kriegt auch eine 6 von 10. Oh, Erdbeer. Sogar besser als Banane, was selten der Fall ist in meinem Geschmack. Kriegt von mir 7 Punkte. Dann habe ich hier zwei größere Päckchen. Also ich muss sagen, von der Verpackung her sieht es ja echt niedlich aus mit diesem winzig kleinen Mini-Format von Tetra-Pak. Sieht aus quasi wie so eine kleine Mini-Milch. Wie so ein Mini-Milch-Tetra-Pak. Finde ich süß. Und es ist praktisch, dass man es wieder zuschrauben kann, weil man halt doch einfach zum Mitnehmen und so weiter. Also ich finde es nicht schlecht von der Verpackung her, muss ich ehrlich sagen. Die hier kosten 1,99 €, so wie die anderen auch alle, weil die haben alle dieselbe Größe, die kosten alle 1,99 €. Nur diese Erdbeer-Banane kleineren Mahlzeiten, die sind bei 1,79 €. Das hier ist jetzt auch wieder eine komplette Mahlzeit. Wir haben einmal Joghurt-Orange und einmal Joghurt-Johannisbeer. Klingt saugeil, muss ich ehrlich sagen. Ist beides wieder vegetarisch, sind 250 ml. Und ich würde sagen, wir starten einfach mit Joghurt-Orange. Ich bin gespannt. Es fühlt sich schon beim Schütteln irgendwie so voll dickflüssiger an, also wie so ein Joghurttrink, den stelle ich mir jetzt auch dickflüssiger vor. Wir haben auf 250 ml, beziehungsweise lass uns 100 ml, dass wir es vergleichen können, wir haben 12 Gramm Zucker auf 100 ml, das ist schon ordentlich, das ist echt viel, muss ich sagen. Also das, dafür nur 1,6 Gramm Fett und Eiweiß 6,5, also Eiweiß ist gleich wie bei den anderen im Prinzip, ein bisschen weniger. Aber dafür haben wir halt deutlich mehr Zucker und das ist schon... also das ist mir schon ein Dorn im Auge, muss ich ehrlich sagen. Ne? Aber ich hoffe einfach, dass es nicht so arg brutal süß schmeckt, weil ich finde immer, je süßer ein Fruchtjoghurt-Trink schmeckt, desto künstlicher wird er. Deswegen lieber weniger. Weniger ist mehr, liebe Hersteller, durchweg bei sowas, was Süße angeht. Ne? Riecht nach fast nichts, ehrlich gesagt. Riecht nach ein bisschen... Orangenjoghurt, aber riecht nach fast nichts. Wirklich ganz wenig nur. Und hat exakt die gleiche Farbe wie die anderen Sachen auch schon, ne? Boah, geschmacklich ist der aber nicht schlecht, du. Der hat so einen richtig schönen säuerlichen Geschmack. Das Orange kommt, also es ist nicht so direkt Orange. Man würde es vielleicht nicht direkt als Orange identifizieren, wenn man es nicht wüsste. Aber... es ist so richtig schön säuerlich und es ist auch ein bisschen dickflüssiger. Also das trifft mehr meinen Geschmack. Von den Werten mal abgesehen, meine Bewertung, was die Punkte angeht, ist natürlich immer nur auf den Geschmack bezogen. Weil der eine sagt, oh, Fett ist böse, Zucker ist mir egal. Der nächste sagt, wie jetzt ich zum Beispiel, okay, Fett ist nicht so wichtig für mich, aber Zucker ist mir echt wichtig und Eiweiß und so. Deswegen, was die Nährwerte angeht, müsst ihr euch natürlich immer selber im Bild halten. Deswegen blende ich die euch natürlich auch immer ein, damit ihr einfach selber entscheiden könnt, ist es ein passendes Produkt für mich oder nicht. Aber rein den Geschmack, der fließt eigentlich in die Bewertung. Und da bekommt ihr 7 von 10. Ihr müsst immer an allem riechen, das gehört so. Der finde ich echt gut. Echt gut. Aber es hat Orange. 7 Punkte. Bei Joghurt Johannisbeer, da bin ich super, super optimistisch, weil ich liebe Johannisbeer als Sorte. Und es ist sowas, wenn ich jetzt im Laden stehe und mir nur eine einzige Joghurt-Trinkmahlzeit kaufen würde und dann gibt es so voll die verschiedenen Sorten, dann würde ich ziemlich wahrscheinlich zu Johannisbeer greifen. Vor den ganzen anderen. Bin ich gespannt. Die Nährwerte sind auch hier wieder sehr, sehr ähnlich zu dem Orange. Sieht exakt gleich aus. Also es ist, wir haben wirklich keinerlei Farbvariation. Es ist die gleiche Brühe in jedem einzelnen Tetra-Päckchen. Da sieht man, dass halt einfach sehr viel mit Aroma gearbeitet wird und jetzt nicht so extrem viel mit brutal viel frischen Zutaten. Was aber klar ist, ich meine, Leute, das muss ja auch haltbar sein. Ne? Also von daher. Geruchsmäßig auch sehr sanft, nicht wirklich intensiv, verrät nicht so arg viel für den Geschmack, finde ich. Aber auch nicht unangenehm dadurch. Also lieber weniger, als dass es brutal nach irgendwas riecht und dann riecht es halt doof. Ja? Also auch hier ist wieder weniger mehr, muss ich sagen. Geschmack ist echt geil. Also geschmacklich kommt das Johannisbeer richtig gut raus. Und auch hier wieder diese richtig schön säuerliche Note. Das schmeckt mir echt am besten bisher, muss ich sagen. Kriegt 8 von 10. Voll geil. Doch, mag ich.
Da habe ich mehr Hoffnung wie bei Orange. Exakt so, wie ich es mir vorgestellt habe. Cool. Bisher mein Favorit 8. Die letzte Sorte von der gesamten Proteinmahlzeit, die ist sogar vegan. Die anderen sind ja vegetarisch. Wir sind preislich ja auch bei 1,99. Ich stehe extra drauf. Hafer und Kakao ohne Zuckerzusatz. Da bin ich gespannt, liebe Leute, was bei denen ohne Zuckerzusatz bedeutet. Wir haben trotzdem auf 100 ml 6 Gramm Zucker. Das heißt, die ganze Flasche 250 ml hat trotzdem 15 Gramm Zucker. Das finde ich, für das, dass man sagt, ohne Zuckerzusatz, hört sich schön an vorne drauf. Das war es aber auch, ne? Also man sollte, da lernt man wieder, man sollte hinten drauf schauen. Lasst euch nicht von irgendwelchen Werbesachen vorne in die Irre führen. Schaut einfach hinten drauf. Wenn irgendwas einfach von Natur aus deutlich mehr Zucker hat wie was anderes, dann bringt es ohne Zuckerzusatz, bringt euch halt auch nichts. Also einfach umdrehen, drauf schauen, urteilen, fertig, ne? Wir haben eiweißmäßig auch 17 Gramm auf Eiweiß auf 250 ml. Das hat bisher da am allermeisten. Fett aber schau auch hier wieder ein bisschen mehr, 6,3. Also insgesamt kann man sagen, reizt sich zu den anderen mit ein. Von der Farbe her ist es tatsächlich ganz minimal dunkler, aber wirklich ein Heuchlein, also kaum sichtbar. Geruch riecht total nach Hafermilch. Wenn ihr diesen typischen Hafertrinkgeruch mögt, dann werdet ihr den Geruch lieben. Es riecht 1:1 nach Haferdrink einfach. Der Kakao kommt so ein bisschen raus, finde ich, aber nicht übertrieben. Ich bin gespannt. Ekliger Nachgeschmack! Bah! Ekliger Nachgeschmack, geht gar nicht. Bäh. Oh, nee, sorry. Das hat diesen typischen Hafermilch-Geschmack, was ich persönlich ist nicht mein Favorit, Leute, muss ich zusagen, aber ich mag Hafermilch, ja, ich mag Hafermilch. Das hat aber einen Nachgeschmack, der so richtig hinten im Gaumen eklig drin klebt, bleibt, wo man sich einfach nur so denkt, so, ah, geh weg, ja. Ne, sorry, also, es ist, ich könnte es jetzt schon runterleeren, aber genießen könnte ich es nicht, tut mir leid, nur 2 von 10, schmeckt mir echt gar nicht. Haferkakao, das klingt so, als wäre es für mich gemacht, muss ich jetzt mal so sagen. Und ein veganes Produkt. Es ist echt interessant. Es hat so einen ganz besonderen Geschmack. Klar, wegen der Hafermilch, nehme ich mal an, dass drin ist. Aber wir sollen alle viel mehr Pferde werden. Hafer ist nämlich cool. Und cool bedeutet hier 8 Punkte. Kommen wir in die Light-Fraktion. Davon gibt es natürlich eben diese Protein-Drinks. Das ist der Unterschied. Das andere betitelt sich als Mahlzeit. Das hier betitelt sich als Protein-Drink. Alle drei werben auch wieder mit 13 Vitamine, 14 Mineralstoffe reich an Eiweiß. Ich habe hier Vanille, Schoki und Kaffee. Ich muss sagen, Vanille und Schoki ist halt cool zum Vergleichen von anderen Herstellern, weil das hat halt jeder. Aber Kaffee ist mein heimlicher Favorit, ohne dass ich es vorher getestet habe. Ich hoffe, es bewahrheitet sich, weil, Leute, ich liebe Kaffeesorten bei sowas. Ich liebe Kaffeesorten einfach. Lass uns mal hinten drauf schauen, was die Nährwerte so sagen. Ganz allgemein haben wir deutlich mehr Eiweiß. Wir haben auf 250 ml 20 Gramm Eiweiß pro Packung sozusagen dann. Wir haben 7,5 Gramm Zucker, das heißt 3 Gramm Zucker auf 100 ml. Auch deutlich weniger, was auch Sinn macht, wenn es light ist, sonst wäre das irgendwie echt falsch betitelt. Und wir haben 0,3 Gramm Fett auf 100 ml, 0,8 auf die gesamte Packung. Kohlenhydratemäßig 7,8. Ja, ist halt einfach exakt die gleichen Nährwerte bei allen drei Sorten, alles klar. Wir starten mit Vanille. Das ist am aller Mainstream-mäßigsten, sag ich mal, ne? Und die Farbe, oh, da, oh, das ist ein bisschen heller, ein bisschen gelber. Also im Prinzip, es wäre exakt die gleiche Grundmasse und je nachdem würde man ein kleines bisschen dunkler, ein kleines bisschen heller, ein kleines bisschen gelber machen. Aber, nun ja. Es riecht nach Vanillesoße, es riecht nach diesem typischen Vanilledrink, der versucht sehr vanillig zu sein und deswegen anfangen nach Vanillesoße zu riechen. Sei weniger intensiv im Geschmack bitte, ich hoffe es. Oh ja, ja. Er ist im Geschmack ein bisschen weniger intensiv. Für mich noch ein bisschen zu künstlich. Es kommt so ein leichter, wässriger Nachgeschmack durch irgendwie. Aber find's nicht schlecht. Find's nicht schlecht. Hab schon schlimmere getrunken, habe aber auch schon bessere getrunken. Ne? Und das hier muss ich jetzt wieder vergleichen mit den typischen Eiweißpulvern, Eiweißdrinks, die ich sonst so hatte, weil das ist ein Eiweißdrink und keine Mahlzeit. Deswegen aus diesem Aspekt her, weil ich da echt schon andere hatte, bereitet es sich im guten Mittelfeld ein mit nur 6. Mal sehen, ob das wirklich so ein leichter Genuss ist. Oder ein leichter Verdruss. Ich
bin mir nicht so ganz sicher. Ich probiere nochmal. Ist echt okay, aber nicht so toll. 5. Schokolade ist tatsächlich mal ein kleines bisschen brauner. Ich bin ein bisschen erstaunt. Riecht nach einem geilen Kakao, muss ich sagen. Also doch, das riecht nicht schlecht. Ich weiß nicht. Sie haben es nicht wirklich süß gemacht. Das ist absolut ein Pluspunkt, weil ich mag das nicht, wenn die Sachen so arg süß sind. Das ist ein Pluspunkt. Wir haben Schokolade, eher so einen zartbitterlichen Geschmack, aber es ist dieser typische Protein-Schokoladengeschmack im Nachhinein. Dieser Nachgeschmack gefällt mir nicht. Bekommt aber eine 7 von 10. Ich bin bisher stolz, dass ich alle gefangen habe, muss ich mal sagen. Keine Outtakes bisher. Schoko und Vanille. Wow, Klassiker geht's ja kaum. Hast du den überhaupt probiert? Der wirkt so, als wäre er noch zu. Positiv überrascht, muss ich sagen. Ist trotzdem nichts Besonderes. 7 Punkte aber. Liebe Kaffeesorte, enttäusch mich nicht. Du bist meine Hoffnung. Sieht genau gleich aus wie die Grundmasse bei den anderen Erdbeer-Bananensachen auch. Boah, das riecht geil. Also geruchsmäßig und nochmal geil. Riecht saulecker. Ah, schmeckt dafür aber nicht so lecker. Ach Mann. Es ist, das was man als Kaffee rausschmeckt, schmeckt richtig gut, aber diese Grundmasse hat einfach wieder diesen Beigeschmack, der einfach nicht lecker ist. Es tut mir leid. Es hätte es geschmeckt, wie es gerochen hätte, wäre es eine 10 von 10 gewesen, aber es schmeckt leider ganz anders, wie es riecht. Deswegen kriegt es leider nur eine 5. Oh, das ist ein bisschen traurig. Kaffee enttäuscht mich, weil ich bin ein Kaffeeliebhaber bei sowas. Kaffee? Okay. Wenn Sie Drinks bestellen und es gibt irgendwas mit Kaffee, dann frage ich mich manchmal oder glaubt, dass ihr da quasi alles mit Kaffee bestellt habt. Also ich sag euch, Kaffee, das ist echt so eine Säule, die findet man überall, wenn sie irgendwas bestellt. Kaffee dies, Kaffee das, Kaffee das. Aber wie ihr dreht ihr einen Kaffee normal an? Oh mein Gottes Willen, der ist ja warm. Um Gottes Willen. Ich finde, er hat so eine Cappuccino-Note, so eine ganz leichte. Aber tatsächlich nicht so beeindruckt davon. Wäre jetzt gemein, dem weniger zu geben als manch andere hier, weil er immer noch gut ist, aber bin schon ein bisschen enttäuscht von dem Kaffee. Sag mal 5. Zu guter Letzt habe ich noch Protein-Wasser am Start. Und zwar ist es auch light. Wir haben einmal Maracuja und einmal Granatapfel. 3,90 auch hier auf 1,99 sind 250 Milliliter Päckchen. Wir haben ganz allgemein von den Nährwerten her 0 Gramm Fett, macht Sinn, das ist ja Wasser, aber 5,2 Gramm Zucker auf 100 Milliliter, das würde ich jetzt nicht als light bezeichnen, ehrlich gesagt, das finde ich ein bisschen viel. Und Eiweiß haben wir auf die ganze Packung, 16,3, reiht sich an mit den anderen, ja. Das hat eine ganz andere Textur jetzt hier, weil es natürlich Wasser ist, es sieht exakt durchsichtig aus, einfach mit so einem leichten, gelblichen, grünlichen Schimmer. Ist eklig. Oh, das riecht, als wäre es so zu lange rumgestanden. Ist aber haltbar. Noch vom Zeitpunkt, wo ich das Video jetzt hier gedreht habe, ist das noch, warte, wir haben, ist noch 4,5 Monate haltbar. Also, na, das dazu. Es ist nicht abgelaufen und kaputt oder irgendwas. Dafür schmeckt es gut. Schmeckt nicht schlecht. Ich finde es ein bisschen zu süß, ich finde es ein bisschen zu künstlich. Aber wenn man das vielleicht irgendwie mit der gleichen Menge Wasser in jetzt einen halben Liter reinleert oder was, was am Ende einen halben Liter gibt, kann es, glaube ich, ganz geil sein. Ich würde dem eine 6 geben. Das war jetzt eher ein Angriff, wie eine Präsentation von was. Okay, aber ich sehe, es ist wasserbasiert. Also eher so ein Proteinwasser mit Geschmack, Maracuja. Oh, also ich muss sagen, Wahnsinn. Ich war brutal skeptisch, aber es schmeckt echt, als würde ich jetzt ein Wasser mit Geschmack, das ein bisschen deftiger ist, trinken. Also echt sehr begeisterte 7. Granatapfel ist mein Hoffnungsträger hier, weil das wirklich was ist, wo ich mir auch schon solche typischen Getränkepulvers, die man halt so reinmischt, weißt du, ohne Zucker, mit Sucralose oder mit whatever, irgendeinem Süßstoff halt einfach, ne, damit das Wasser halt noch irgendwas schmeckt, habe ich mir Granatapfel schon oft gekauft, weil ich auf sowas stehe. Deswegen bin ich da echt ein bisschen hoffnungsvoll. Textur ist genau gleich wie bei Maracuja.
Riecht viel weniger intensiv, hat nicht diesen ekligen Nach- oder Vor- oder Beigeruch, nenn's wie du möchtest. Schmeckt auch besser. Schmeckt auch hier wieder zu intensiv, zu künstlich. Ich finde hier auch wieder, man müsste mindestens nochmal so viel Wasser reinleeren, damit es gut ist. Aber, finde ich schlecht. Es ist auch wirklich nicht so arg süß in diesem Fall jetzt hier. Kriegt eine 7,5 von 10. Granatapfel. Ja, also Maracuja schmeckt mir besser von dem. Aber immer noch sehr, sehr lecker. Also die ist wirklich sehr erfrischend. Muss ich schon sagen. Kriegt dann ordentliche 6 Punkte. So, meine lieben Damen und Herren, das war meine Einblendung frisch aus Hamburg. Okay, ich bin nicht in Hamburg, aber das klingt viel cooler, als ich bin daheim und frisch im Feierabend angekommen, gerade aus der Dusche gesprungen. Aber jetzt, Fräulein, mach das Ding dann gescheit fertig und ich hoffe, da kommt was bei raus. Und dann der Rest schon mal. Tschüss! Kommen wir zum Fazit von diesen Produkten von All In. Ich muss sagen, ich habe persönlich, wie gesagt, die Dinger noch nie im Laden gesehen, außerhalb von unserem regionalen V-Markt hier. Schreibt mir bitte mal in die Kommentare, falls ihr die Produkte, entweder die Drinks oder allgemein irgendwelche Produkte von All In schon mal gesehen habt in den Läden und welchem Laden das war, weil ich habe es bisher noch nie gesehen, außerhalb vom V-Markt. Lustigerweise ist beim V-Markt, falls ihr auch einen V-Markt in eurer Nähe habt, das Ganze nicht irgendwie bei den klassischen Eiweißriegeln, die jetzt irgendwo bei den Müsli-Riegeln oft stehen oder so. Nee, das ist, ihr müsst in die Drogerieabteilung gehen, da wo auch Zahnpasta und so weiter steht. Da steht es in so einem Abschnitt von einem Regal bei uns, ja. Also steht wirklich einfach mal da, neben Zahnpasta und Mundspülung, in dem Bereich einfach, ne. Und wo auch dieses Gesundheitsregal ist sozusagen, so diese, oh ja, hier Tabletten für Vitamin D und Magnesium, Brause, Auflösung und sowas, das, wo das alles rumsteht. Finde ich persönlich da ein bisschen fehldeplatziert irgendwie, weiß ich nicht. Also wenn ich mir jetzt denke, boah, ich möchte jetzt ein Eiweiß-Drink oder eine Trinkmahlzeit, dann gehe ich jetzt nicht ins Zahnpasta-Gesundheitsregal, ja, sondern gehe ich ins Kühlregal. Und vor allem, sind wir mal ehrlich, würdet ihr das ungekühlt trinken? Ich nicht, weil ich hasse ungekühlte Getränke. Also ich würde es im Laden never kaufen, allein aus diesem Aspekt, dass es nicht im Kühlregal steht, weil es schmeckt, sowas schmeckt mir grundsätzlich nicht, unabhängig jetzt von welchem Hersteller oder sowas, aber sowas schmeckt mir ungekühlt grundsätzlich nicht. Als Vorrat für zu Hause ja, da schon, aber zu Hause finde ich die, also das sind so To-Go-Packungen, das sind To-Go-Packungen, wisst ihr, wie ich meine? Das kaufen wir jetzt nicht für zu Hause eigentlich, deswegen wäre es sinnvoller, das gekühlt einfach hinzustellen oder halt alternativ einen Teil davon gekühlt ins To-Go-Regal, was weißt du nicht, und einen Teil davon eben bei den normalen Eiweiß-Drinks, Eiweiß-Riegeln halt auch, ja, das würde mehr Sinn machen in meinem Blickfeld hier jetzt, aber grundsätzlich kann man alles trinken, ist nichts ultra widerlich jetzt so großartig, bis auf das Hafer, das war leider gar nicht meins. Aber ansonsten ist es trinkbar. Würde ich nicht wieder kaufen, muss ich ehrlich sagen, weil es einfach deutlich bessere gibt, die geschmacklich einfach deutlich mehr können und weil die Werte jetzt auch nicht irgendwie allein die Werte überzeugen, sind wir ehrlich. Der Eiweißgehalt ist absolut durchschnittlich und der Zuckergehalt ist in den allermeisten Fällen einfach deutlich zu hoch. Und ja, aus diesem Aspekt fliegt es für mich raus, aus meiner Palette, die ich für mich persönlich privat nutze. Aber es war trotzdem ein interessanter Test. Und wenn ihr schon mal was von All In probiert habt, dann schreibt mir das unten in die Kommentare oder auch gerne eure Empfehlungen, was euer allerliebster, fertiger, angemischter Lieblingsproteinshake ist. Ich hoffe, dass euch dieses Video gefallen hat. Ein Taste-Test mal wieder. Ich weiß, dass ich euch dieses Format ganz gerne präsentieren darf, weil ihr davon einfach euren Nutzen rausziehen könnt. Ich persönlich mache es auch sehr gerne. Wenn ihr mal Bitte habt oder so bezüglich, was ich mal testen soll, dann auch damit ab in die Kommis, dann gucke ich, was ich machen kann. Ansonsten sind hier noch 2 andere Videos. Hier unten ist die Playlist mit den ganzen anderen Taste-Tests, die ich hier schon gemacht habe, wo ich meinen Senf abgegeben habe. Schau gerne rein, wenn du das noch nicht getan hast. Ansonsten mache ich auf Instagram auch ganz gerne mal einfach Taste-Tests in den Stories. Und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschüssi lieb!